Hallo liebe edle Ritter, willkommen im Reich der Griechen. Ja, Ritter ist ein bisschen böse. Es kam ja erst später. Gut, ja, jetzt muss ich mich wieder an die Schnelligkeit des Mauszeigers orientieren. Also, ja, ist relativ schwer. Kann man das irgendwie einstellen? Sound sicher nicht, Spieloption. Ne, man kann es nicht einstellen. Na gut. Aber eben, es ist Wahnsinn. Was wollen die jetzt? Die haben doch keine Chance. Wie kosten die? 170 Unterhalt. Ja, na. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Schub da vorne, hä? Sonst haben wir alles. Ja, aber ich will hier auch noch mal ein paar Sachen. Oder war? Nein, ich werde keine Sachen mehr machen. Ich habe relativ wenig Geld jetzt zur Verfügung. Ja, hier werde ich... Nein, ist das schon zwei. Gut, dann haben wir hoffentlich all... Ah, hier nicht. Das kann ich nicht tun. Ja, mein Herr. Jetzt macht mal bitte Frieden. Ja, wieso denn? Kein Vorteil. Natürlich werdet ihr zu 20. angegriffen. Oh, das werden wir verlieren, hä? Das Schiff. Das haben wir nämlich auch die Truppen. Nein, da haben wir nicht die Truppen, den. Oh, zum guten Glück. Doch, ein Agent haben wir den. Können wir den rausnehmen? Oh, zum guten Glück. Der ist nämlich wichtig. Oh, shit. Das Schiff kann jetzt sterben. Wegen Unterhalt. Ich möchte nicht so viel Schiffe haben. Gut. Die haben nichts drin. Boah. Also. Weiter. Ja, der Mut muss ja nicht gewinnen. Diese Feiglinge greifen wirklich an. Ja, kann ich doch... Ja, geht doch dann nach oben. Genau. Wieso flieht ihr da nach oben? Was ist das für eine KI? Was will der überhaupt? Was will der denn der? Der hat wahrscheinlich hohe Elite-Truppen, aber der wird sowas von kaputt gehen. Ich muss unbedingt wieder auf Brücken gehen. Ich muss auf Brücken gehen. Ich werde die sowas von zerschlagen auf Brücken. Weil ich ja die Griechen habe. Ich habe die Speerträger. Das wird unfair. Ja, diese Strenge. Ich kann wieder eins zeigen. Kein Problem. Aber jetzt nicht. Sehe ich vorwärts mal. Also die verheizt sich da. Die Grünen. Die Söldner. Die sollen sterben. Aber auf jeden Fall möchte ich da, dass die uns beschützen. So, wenn ihr also jetzt... schlau seid, geht ihr nicht frontal mich rein, aber das, die KI kann nichts anderes. Die war immer so programmiert. Ja, gehen sie nicht mal weg, Hopliten. Ganz normale Hopliten. Was soll das? Die verheizen ihre gesamten Truppen einfach an mich. Das ist ja Wahnsinn. Unglücklich nur Hopliten, dann muss ich nicht so weit weg. Weil die müssen ja natürlich angreifen. Die Generäle. Jetzt schießen sie mir natürlich 200 Ding. Aber ja, ich muss so machen. Ich muss das einfach so machen. Hopliten sind einfach... Genau mit denen töte ich die Fliehenden. Die werden sowas von reinreiten jetzt. Die kommen sofort auf mich zu, müsst ihr schon wissen. Wir haben jetzt schon viel mehr, als angezeigt wurde vor dem Kampf. Die haben keine Chance. Einer flieht sogar schon auf die Seite. Ja, wir machen das extra. Natürlich.
Ja, das ist halt eben, die Speere machen relativ viel Schaden. Ich verheize die einfach ganz. Die kommen nicht mal durch. Ja, die haben alle Speere jetzt. Jetzt verheizen sie sich alles. Nein, ich kann nicht mit dem Speer. Ich kann nicht mit dem Speer durchschlagen. Nein. Ich muss natürlich dasselbe rausnehmen. Und sterb mal, ey. Geht ihr bitte dorthin? Ja, gut. Dort hat's wenigstens wieder Speer. Ja, jetzt sind sie auch dort. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Ja, ja. Wie wär's mit dort angreifen? Ach komm, lauft doch, reitet! Ihr Pennise! Reitet! Reitet! Verdammt nochmal, die haben Speere, ihr Vollnoobs. Wir haben sowas und keine Chance. Ja, ich muss dem, die fliehen ja. Die wollen unbedingt auf ihn, das ist der Noob, das ist der Untergang von Rom. Der Rom ist geschlagen. Ich reg mich wegen meiner KI auf und die sind ganz dumm. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die genau bei unseren Männern davonlaufen. Ach, ich liebe einfach diese antike Flair. Es gibt wirklich kein einziges Rollenspiel mehr in der Antike, also Rom 2. Also, nicht ja, halt eben Echtzeitstrategie. Und beziehungsweise Runden-Echtzeitstrategie. Das ist ja beides. Aber eben, es gibt keins mehr. Es ist für mich schon eine Art Rollenspiel, oder? Es ist eigentlich auch ein Rollenspiel. Man tut ja auch eine Rolle spielen. Also man tut überall eine Rolle. So bei Ego-Shooter tut man Rollen spielen. Ja, schlagt sie mit Gebrüll. Hopp, hopp. Bitte, Sperrding, ihr müsst auch noch töten. Ah, Fliehende zu töten hat hier mir immer schon viel Spaß gemacht. Ihr müsst schnell die anderen auch töten. Das Ding ist ja natürlich schon extrem schnell geflohen. Der Anführer, also die Truppe nur noch. Der Anführer ist ja gestorben. Natürlich greifen die natürlich nochmal an. Aber die haben recht viel Pfeile geschossen, hä? Wahnsinn. So, und fertig. Wunderbar. Dieser Sieg ist der Götter. Ja, klar, ein gewonnen. Tag des Triumphes, um darüber Lieder zu machen. Sehr gut. 512 und 101, das ist ja mega Unterschied. Ha, Leibwacht des Generals und dann der Anführer. Also der, einfach der ein Ding ist. Der andere hat irgendwie nichts bekommen. Gut. So. Sehr schön, hä? Das ist der. Der hat sogar zwei! Kleon von Sparta, also einer der Söhne vom König. Ja, also sehr gut. Was hat er eigentlich so bekommen? Strategie verstehen? Nein. Die Götter schenken uns einen Sieg ohne Schlacht. Wir haben doch eine Schlacht gemacht. Wieso steht hier ohne Schlacht? Oh, 15.000 Gewinn. Sehr heftigst. Ja, Ägypten hat wieder mehr produziert. Wow. Sollen sie doch... Das ist eh nur die Krieger, die produziert werden, wenn sie doch so viel sollen. Hm, schon. Gut. Ich brauche einen Assassinen unbedingt. Ja, da muss ich noch natürlich noch schauen, dass es geht. Okay, selbstbewusste Kommandant hat er bekommen und Schildträger. Sehr gut. Rhodos! Ja, da machst du noch natürlich mal ein Ding.
Jetzt empfiehlt es sich, Ställe in dieser Siedlung zu bauen. Nein, nicht Ställe. Ist eine Voraussetzung für die Rekrutierung aller Kavallerie-Einheiten. Ich muss sie nehmen. Hat doch die Fresse, sicherlich Ställe. Die haben nicht gute Truppen, die Griechen. Markt natürlich. Rodung. Zwar eigentlich brauche ich Truppen. Rodung, komm, ist mir egal. Weh, die greifen die Ding an. Also die hoffentlich greifen sie die Makedonien an. Wisst ihr was? Ich mach das. Ich mach mal die besseren Mauer und dann die Wehrkaserne. Syrakus. Syrakus kann eine Akademie haben. Nein, beziehungsweise... Akademien sind halt eben schlecht wegen dem Anführer. Also der bekommt dann ja so schlechte Traits über. Zwar, ich muss es schon, aber ich muss alle beide gleichzeitig... Ja, machst du eine Wehrkaserne oder so. Ja, der hat noch keine Übung, also bekommt neue Feldtasten. Noch kein Bogenschützen geht der Zwickster. Mann, ich kann das nicht. Ich muss Übungsplatz nehmen. Guidonia? Nee. Okay, da es schon fertig ist, Guidonia. Ich muss ja auch Geld sparen. Nur eine haben wir erst gebildet. So, wie bekomme ich die jetzt? Ich muss hier einen Spion haben, hä? Wie bekomme ich jetzt die rüber, ohne dass ich... Das Schiff ist bereit. Okay. Dann machen wir in Sparta ein nächstes Boot. So. Und tun alle die hier hoch. Und dann greifen wir Rodok. Ich bin schon wieder in meinem Blade Orbit. Oh, es ist zu früh am Morgen. Ui. Ja, wir greifen jetzt Rodos an. Rodos. Rodok. Wir greifen die Brut hier an. Eieiei. Ich bin schon im falschen Spiel wieder. Ja, ja, Schildträger. Da ist der Schildträger. Also. Ich muss die nämlich natürlich auch dann wieder rübergeben. Also, der hat Schildträger bekommen natürlich jetzt. Ich muss zum Beispiel... Der ist Level 9... Level 19, ja. Der ist erst 19 Jahre alt. Das ist Wahnsinn. Also bitte ihr... Steppenbewohner. Kommt jetzt bitte mit zu mir. Sofort. Drüben? Wir können nicht weiter. Was ist da drüben? Ist das die Stadt? Muss die Stadt sein? Keine Ahnung. Ich weiß das schon lange nicht mehr. Wo habt ihr euer Schiff? Ich will euch angreifen. Hier! Kleine Niederlage. Völlig unerwartet. Jetzt greife ich die nochmal an. So. Ach, Mann. Ja, das ist 100%. Ich mache aber zuerst G6. Diebe. Was? Diebe? Säge. Diebe der Säge. So. Das tönt auch gut. Die besägen. Untersuche. Ja, Meister. Okay, gut. Eigentlich wollte ich ja mit dem nach Rom gehen und so weiter. Ich muss mit dem nach Rom gehen. Der andere forscht ja dort herum. So. Und ihr da? Oh, gut. Du hast einen Trade bekommen.
So, das ist mein Versteck, mein Geheimversteck. So geheim, dass sie das nicht finden. Die können das gar nicht finden. Die wissen gar nicht, dass da Ding mal eben eine Einheit ist. Vielleicht kann ich mit denen direkt da drüben. Nein, nicht ganz. Aber es wäre so cool, wenn ich mit denen dort ins Versteck könnte. Ja, Strategos. Ja gut. Haben wir hier keinen Ding? Vorwärts. Das ist doch eine Brücke, vorwärts, oder? Ich muss sie nicht... Weißt du, ja, mein Herr. Wisst ihr, wir müssen die rauslocken irgendwie. Das kann ich nicht tun. Sofort. Ja, da ist noch eine ich Einheit. Sofort mit Ihnen reden. Waffenstillstand. Die wollen einfach nie... Die wollen nie das haben. Ja, mein Herr. Ja, mein gut, die haben so viele Einheiten. Greif bitte mal an, dass sich die schwächt für mich. Okay. Ja, dann haben wir alles, hoffentlich. Haben wir noch irgendwo eine Einheit, die ja bewegt werden muss? Nicht, oder? Also, dann machen wir weiter, hä? Ja, der, aber... Nein, ich wollte nicht zu ihm gehen. Ja, okay, machen wir Waffenstillstand. Nein! Nein, es geht einfach nicht. Jetzt greifen die an. Jetzt greifen die an. Alles hast du, hä? Alles hast du. Hundertprozentig. Der Sieg ist nahe. Wenn alle ihre Pflicht tun, wird es unser Sieg sein. Gebt bei eurem Einsatz das Beste. Alles wird gut. Übertreib nicht, bitte. Erledigen wir unser blutiges Geschäft. Nun erledigen wir unser blutiges Geschäft zum Fertig. Das sind immer so kurz, ey. Höhenvorteil ausnutzen. Ja, aber richtig. Platzieren. Also jetzt weiß ich ja, dass ich da ein bisschen schützen muss. Deshalb. Gut. Die haben keine Chance. Die haben... alles Astartes! Ich wusste es! Die haben nur Astartes. Die setzen immer nur auf Astartes. Schaut euch mal das an. Astartes, 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 Astartes. Astartes. Astartes, Astartes, Astartes. Ja, Astartes. Nein, das Hus sind die Isländer. Oh Gott. Hilfe, es sind Hastadi. Sie werden an meiner Mauer zerprallen. Ich sterbe vor Sorge. Oh, ich werde ganz brüchig. Oh. Ja, ja. Also los. Ich will, dass der Kampf langsam beginnt. Oh, schaut es mal an, wie langsam die kommen. Übertreibt's bitte nicht. Okay, die werden angegriffen. Ich weiß, welche angegriffen werden. Nicht die, nicht die, nicht die, sondern die in der Mitte, die verkrümmelt sind, hinter den Anführern. Oh, die anderen werden auch noch angegriffen. Ja, gut. Okay. Also auf jeder auf einen Hopliten. Oh Gottchen. Oh, sie haben Speere. Sie zerstören unsere Truppen mit Speeren. Hilfe. 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 Ach Jungs. Ihr seid Speerträg. Ihr müsst doch keine Angst haben. Den feindlichen General mit Angst erfüllt. Leute, der General ist schon tot! Der flieht schon! Also nein, der ist noch nicht tot, aber der flieht schon. Wie schnell die fliehen!
Ist ja Wahnsinn. Ja, Hastati, die sind einfach nicht gut. Die haben überhaupt keine Ding. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Die haben überhaupt keine, wie sagt man dem? Ja, Mut. Kein Mut. Los, ihr müsst angreifen. Jetzt. Der Anführer wird sterben. Der Anführer wird sowas und sterben. Ich gehe extra auf den Anführer. Der hat sicher einen guten Namen, wie immer. Das war der Anführer. Der war der Anführer. Wo ist der Anführer? Welches ist der Anführer? Bitte komm nochmal ein Stern über. Jetzt ist er tot. Ach gut. Dann gehst du mal rüber, hä? Du gehst mal hier hin. Alle zerreiben. Zerreiben und vernichten. Zerreiben und vernichten. Zerstören, vernichten, zerstören. Das Chaos. Bin ich schon wieder in einem anderen Game, hä? Ah, da muss ich ja mal wieder Let's Play, ein Warhammer-Spiel. Ihr seid alles zerrüttet, ihr Noobs. Boah, der hat sogar, Ding. Ja, ein Stern, also das ist der zweite Anführer. Ah, ich dachte, der hatte die Rauten natürlich. Nein, das stimmt. Aber gut, der hat einen silbernen Stern. Wow. Aber die haben Macht, glaube ich, aber nicht so viel. Vernichtend? Also bitte, schon wieder vernichtend. Ich besiege alle vernichtend. Heroistischer Sieg. Ist ja... alles klar. Ja. Keine Erfahrung bekommen. Wie kann das sein, dass die so schnell Erfahrung bekommen, die Gegner, aber wir nicht? Es ist so extrem kacke eingeteilt. Also, ich verstehe das nicht. Sind die Spieler denn so übermächtig immer? Ah, gut, dass sie hier Ding, dann können sie mal Krieg machen. Haben die angegriffen? Ich glaube nicht. Die sind einfach noch dort, weil sie irgendwas einnehmen wollen. Das Dorf oben dran. Jetzt sind wir die Fortschrittlichsten. Obwohl wir nichts ausgebildet haben. Gute Kommandant plus 2 Kommando. Läufer plus 1 Kommando. Und ein Alkpriester ist Dionysos geworden. Dionysos ist der Anführer. Nein. Wer ist denn Dionysos? Der da. Ja. Gut. Ja, da können wir trotzdem das Truppengebäude bauen. Sind bereit. Ja, ja. Ich werde hier dieses Ding angreifen. So. Ich hätte die dort oben angreifen können, aber hab's nicht gesehen. Ja. Intelligent, guter Bürokrat, ja, sagen wir Händler. Schnapsdrossel. Minus 1 Verwaltung. Plus 2 Verwaltung. Plus 2 Verwaltung, dann ist Schnapsdrossel wirklich nicht schlimm. Gut. Wir müssen dann aber bald auch mal einen Anführer hier hinsetzen. Weil der stirbt eventuell. Dann wichtige Folge hier. Auch Ding. Also ich gehe am besten jetzt dort rüber. Da können wir nicht hin, Captain. Ja, da muss ich dorthin. Da können wir nicht hin, Captain. Ich gehe einfach mal dorthin. Eventuell kann ich dort auch reintun. Krieg erklärt, Numidien und Karthago. Oh, die Numidier. Oh je. Die werden wahrscheinlich untergehen durch das Karthago, das von uns gepusht wird. Ja, Meister. Da oben? Ja, Meister. Das ist aber ein Armenier. Sofort. Wir sitzen fest. Kann ich etwas tun? Ja, das muss hier oben sein. Wie ich gedacht habe. Es ist eher oben. Ja, soll ich die mal angreifen, hä? Sire!
Befehle? Ja, ich nehme den nicht. Den. Befehle? Und den. Aber eben, der Part ist bald zu Ende. Mein Herr? Ja, machen wir das im nächsten Part, hä? Jetzt muss ich noch kurz schauen, der da muss zum Beispiel mal hier rein. Gut bei Hinterhand, natürlich! Gemüsebauer, ein Gemüsebauer haben sie also. Pff, lächerlich. Hey da! Gut, die haben guten Dingschutz, hä? Da sind sie schon. Ich muss mal hier rüber schauen, ob die das haben. Also dieses Land ist wahrscheinlich dennoch, aber dieses haben sie. Dann haben sie erst drei Dinge erobert. Das muss ich mir anschauen. Diplomatie, Seitenwertung, eigene Seite, alle Seiten. Gesamtmilitärproduktion, Gebiete. Zwei Gebiete haben sie, dann haben sie wahrscheinlich die Korsika erobert. Sardinien ist ja die Stadt. Ja, die haben zwei. Wir haben fast am meisten jetzt. Natürlich haben die auch zugelegt. Aber wir sind schneller. Und Ägypten ist sehr gut. Also das Ägypten wird unser Hauptkonkurrenz bald sein. Ja. Auf jeden Fall möchte ich ja natürlich Zypern haben. Das ist so gut. Ah, schön, ihr habt ein Türmchen gemacht. Sofort. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Karteninformation. Was für Objekte? Es steht nicht. Hey, ich hab keine Karteninformation. Dann werde ich sie ein bisschen. $1,700, ich werde ihnen helfen ein bisschen. Ja, wir haben so viel Reichtum, komm. Gut, dann haben wir wenigstens ein bisschen Informationen. Ja, Karthago ist natürlich eine gigantische Stadt. Es war die größte Stadt damals, außer Rom. Ja. Ihr habt wie immer nichts. Ihr erobert einfach nichts außer dieses kleine Dörfchen. Aber ihr erobert einfach nichts. Habt ihr Angst vor den Numidia? Wahrscheinlich sind die Numidia halt. Ja. Ja, irgendwie... Ja, verstehe ich die nicht. Ah, da ist er auch noch. Genau. Mallorca. Also man sagt ja Mallorca, aber... Ich kann das einfach nicht gut aussprechen. Ja. Sag immer Mallorca. So, ja. Scheinbar haben sie auf uns abgesehen. Sonst habe ich kein anderes, ja, Ding im Kopf. Gut. Ihr seid so peinlich, ey. So peinlich, Mazedonier. Gut, danke schön fürs Schauen, hä? Ich bedanke mich fürs, ja, einfach für die treue Community, die auch Rom schauen. Richtig nett. Und, auf jeden Fall geht's weiter extremst wie in diesem Part. Es wird coole Sachen geben. Halt auch manchmal etwas zu grübeln oder zu motzen. Weil eben die KI damals auch gar nicht so gut war. Und Bugs und Grafikfehler und so noch drin sind, ja. Ich hoffe einfach, es gibt ein Rom 3, das sehr gut wird. Nicht wie Rom 2. Rom 2 war überhaupt nicht gut. Es war Rom 2, das heißt glaube ich auch Invasion, aber was? Barbar? Nein.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie es hieß. Aber das Add-on natürlich und Warhammer waren nicht ganz so gut. Warhammer würde ich vielleicht mal noch spielen, aber das sind Mods viel besser. Ich würde lieber Mods spielen als Warhammer. Ja, Total War Warhammer ist nicht so gut. Also ja, ich mag es einfach nicht, dass man die ganze Zeit irgendwie Truppen raushauen muss und dann Krieg. Es regt auf. Ich will mehr Handel. Handel ist vor allem etwas, was ich sehr mag, weil die Schiffe überall herumtucken. Schaut euch mal hier. Je mehr Schiffe kommen, desto besser ist der Handel. Also jetzt ist er natürlich noch nicht gut. Die Feinde, also die Freunde haben auch keine guten Häfen. Ja, wir haben halt die besten Häfen. Jo. Na gut, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.